812 Millionen plus 42 Millionen macht zusammen. Läuft die Kamera schon? Lassen Sie uns heute über Geld reden. Über Geld, das der Netzausbau kostet. Die Frage, wer ihn überhaupt bezahlt, beschäftigt uns alle. Einiges wissen wir schon sehr genau. Teilweise haben wir lediglich Tendenzen. Die Kristallkugel ist hierfür auch nicht hilfreich. Also, was kostet die Welt? Keine Ahnung. Was kostet der Netzausbau? Otte erklärt's. Hallo, mein Name ist Matthias Otte. Wir befinden uns mit dem Netzausbau im größten Umbau des deutschen Stromversorgungssystems unserer Geschichte. Wir betreten technisches Neuland. Wir möchten einen hohen Anteil regenerativer und schwankender Stromerzeugung die Möglichkeit geben, das Netz zu speisen. Dabei soll die Versorgungssicherheit auf dem gleichen hohen Niveau wie jetzt bleiben. Dieser Umbau kostet Geld. Wie viel genau, können wir erst sagen, wenn alles fertig ist. Sie wundern sich vielleicht, dass wir ein Video über Kosten drehen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Aber egal welche Zahl wir nennen, es wäre wieder nur ein Blick in die Kristallkugel. Die Welt dreht sich weiter, auch während wir dieses Video drehen. Neue Vorhaben, neuer Bedarf, der Netzausbau ist und muss flexibel sein und laufend angepasst werden. Am Ende haben wir aber nicht nur langfristig etwas davon, sondern vor allem alle Menschen in Deutschland. Und künftige Generationen. Und das Klima. Und damit auch die Tiere. Und die Umwelt. Alle Menschen in Deutschland ist auch die Antwort auf die zweite große Frage. Wer zahlt den Netzausbau? Das sind Sie und ich und jeder Endverbraucher in Deutschland. Der Netzausbau wird mit den Netzentgelten bezahlt. Noch nie gehört? Macht nichts, ich erkläre es Ihnen. Die Netzentgelte zahlt jeder von uns. Denn sie sind Teil des Strompreises. Der Strompreis setzt sich aus vier Teilen zusammen. Erstens Energiebeschaffung und Vertrieb, zweitens Netzentgelt, drittens EEG-Umlage und Abgaben und viertens Steuern. Was genau die EEG-Umlage und diese anderen Abgaben sind, dazu habe ich Ihnen einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Steht übrigens alles auf Ihrer jährlichen Stromrechnung. Neben allen Bürgerinnen und Bürgern zahlen auch die meisten Großverbraucher wie Industrieunternehmen ihren Anteil. Einige können sich von Netzentgelten befreien lassen. Dafür gelten aber strenge Vorgaben. Wie genau sich der Netzausbau auf den Strompreis auswirkt, ist jetzt noch nicht abzusehen. Aber wir sparen durch den Netzausbau auch eine Menge. Bereits die Modernisierung einer Handvoll Streckenabschnitte kann die jährlichen Kosten erheblich reduzieren. Eine vom Wirtschaftsministerium beauftragte Studie aus dem Jahr 2017 geht von Kosteneinsparung im mehrstelligen Millionenbereich aus. Der Grund? Das Netz stabil zu halten ist aufwendig. Wenn das Netz stärker ist, hält es mehr aus. Dadurch verringert sich der Aufwand für gewisse Stabilisierungsmaßnahmen. Wir haben in Zukunft weniger Kosten für Redispatch, also das Ausgleichen von Stromengpässen. Zusammengefasst, der Netzausbau ist wie die Modernisierung eines Hauses. Er kostet auf einmal viel Geld, lohnt sich aber langfristig. Nur durch den Netzausbau können wir in Zukunft Deutschland mit erneuerbaren Energien versorgen und langfristig eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen. Und das Klima freut's auch. So, jetzt haben wir aber wirklich genug über Geld geredet. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Finanzierung dieses Großprojektes geben. Wenn Sie das Thema Netzausbau auch so interessiert wie mich, abonnieren Sie einfach diesen Kanal und seien Sie bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, Ihr Matthias Otte.